Schönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 25. Januar. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und wir haben wieder die 15.1 vor der Brust. Und auch hier nochmal der Hinweis für alle Clubmitglieder: Big Number und Daily Pivot liegen dicht beieinander. Aufschaukelungsgefahr. Wir würden long gehen, wenn der Kurs reinläuft in die Falle bei 15.107, Short gehen bei 15.092. Wir haben ein Mini-Gap und bei der Big Number. Die Trading Range gestern lag bei 126 Punkte, das heißt der Durchschnitt. Und wir ziehen die grüne Linie mal runter, da war das Tief. So, und wo könnte sonst noch hier eine Bewegung sein? Also wir haben, wenn wir Big Number erreichen, werden wir um die 50 wieder uns versuchen herauszugehen. Einmal hier und ich glaube hier roundabout dort oben ist die andere Zielmarke in der Box. Ansonsten haben wir unten noch die 15.1, das ist die Big Number und das Tagestief von gestern. Wie gesagt, Gaps sind vorhanden. High Low haben wir, Pivots haben wir auch drin. Und jetzt wollen wir schauen, wo kommt dann hier die, kommt die Volabox hin. So, wir haben aber am 23. British Pfund Australdollar auf Daily. Da sind wir long gegangen. British Pfund Australdollar. So, der Countdown läuft. 6, 5, 3, 2 und los geht's. Die Falle hat zugeschnappt. Und wir haben hier oben auch noch eine Volabox. Wir sind long im ersten Trade. Long im ersten Trade. Ein Daily Pivot. Gap geschlossen. MTX. Das hatte morgen auch direkt ein Signal. Hier gibt es auch ein Signal gleich. Gucken wir mal. So, der Trade ist in den Gewinn gelaufen. Es ist 9.05 Uhr. Eröffnungstrade und wir sind links direkt schon mit der Volabox. Ich verabschiede mich bei unseren YouTubern. Wir platzieren die Big Number noch ein weiteres Mal. Zweite Mal. Und bedanke mich und wir hören uns morgen wieder. Also 25. Januar 2023 für die Uhr 9.05 Uhr. Wir sind raus aus dem Trade.